Meer vor Singapur. Ein Spezialkommando entert ein Schiff. Der Verdacht? An Bord ist Material zum Bau von Massenvernichtungswaffen auf dem Weg zu einem Hafen im Arabischen Meer. Dies ist nur eine Übung in den Gewässern vor Singapur. Doch die Bedrohung ist nur allzu real. Terroristen könnten eine Atombombe in die Hände bekommen und Millionen Menschen töten. Abdul Qadir Khan, ein Wissenschaftler aus Pakistan, hat zur weltweiten Verbreitung nuklearer Waffen mehr beigesteuert als irgendjemand sonst. An jedem beliebigen nuklearen Krisenherd trifft man Khans Kumpane. Nordkorea. Libyen. Und schließlich der wohl gefährlichste potenzielle Kunde. Ein Terrornetzwerk, bereit, einen atomaren, heiligen Krieg zu entfesseln. Dies ist die Geschichte eines Mannes, dessen todbringendes Vermächtnis auf der ganzen Welt verteilt ist. Die Geschichte eines Mannes, der lange Zeit unerkannt bleibt. Und es ist die Geschichte über seinen Anteil daran, in der ganzen Welt eine nukleare Saat zu verteilen, die jederzeit explodieren kann. Die Spur des größten Atomwaffenschmuggels in der Geschichte beginnt Anfang der 70er Jahre, hier in den Niederlanden. Mehr als 10 Jahre studiert ein junger Pakistani namens Abdul Qadir Khan in Europa, unauffällig. Er macht seinen Abschluss in Metallurgie. Im Jahre 1974 verändert sich die Welt des Studenten Khan drastisch, als Indien seine erste Atombombe zündet. Indien, verhasster Nachbar und Feind Pakistans, besitzt nun Atomwaffen. Khan entdeckt für sich eine ganz neue Lebensaufgabe. Abdul Khan wurde Nationalist, hatte nur noch ein einziges Ziel vor Augen, sich an Indien zu rächen. Deshalb sammelte er geheimes Wissen über Atomwaffen. Noch in Amsterdam bietet Khan der pakistanischen Regierung seine Dienste an. Dabei hat er nur ein einziges Ziel, die nuklearen Geheimnisse des Westens auszuspionieren und zu stehlen. Er bekommt einen Posten bei einer Tochter des europäischen Nuklearkonsortiums Urenco. Im heiligen Gral der nuklearen Macht lernt Khan, wie man Zentrifugen baut, die sich so schnell drehen, dass man damit Uran für Atombomben anreichern kann. Als man ihn erwischt, wie er geheime Dokumente übersetzt, behauptet er, einen persönlichen Brief zu schreiben. Später macht sich Khan erneut verdächtig, als er auf einer Messe für Atomtechnologie auffällig viele Fragen stellt. Letzten Endes erkennen die Regierung in Den Haag und westliche Nachrichtendienste, dass sie es mit einem Spion zu tun haben, der nukleares Wissen stiehlt. Natürlich haben wir dieses Thema diskutiert, unser Geheimdienst war ja informiert. Lübbers ist zu diesem Zeitpunkt noch Minister und wird bald darauf Regierungschef. Man ist sich ziemlich sicher, dass Washington schon 1975 von einem jungen Pakistani wusste, der Informationen über die Anreicherung nuklearen Materials stahl, Mr. Khan. Obwohl die CIA informiert war, sie muss es gewusst haben, hat man die ganze Sache mit einer Art Nonchalance behandelt und ihn gewähren lassen. Als die Niederländer Khan festnehmen wollten, intervenierten die CIA und andere Geheimdienste, weil sie Khan weiter beobachten wollten. David Schenger, Reporter der New York Times, findet bei seinen langen Recherchen über das Khan-Netzwerk heraus, dass die CIA dadurch ein Risiko eingeht, das verheerende Konsequenzen nach sich zieht. Irgendwann verlor die CIA den Überblick.
Der Geheimdienst wusste zwar, wo er steckte, hatte aber keine Ahnung mehr, was Khan tat. Die CIA weiß zwar, dass Khan für Pakistan die Atombombe bauen will, ist sich aber nicht im geringsten bewusst, dass er noch viel weiterreichende Ziele verfolgt. 1975 flieht Khan mit all seinen gestohlenen nuklearen Geheimnissen nach Pakistan. Immer wieder von Militärdiktatoren beherrscht, gibt es damals in Pakistan mehr Soldaten als Lehrer. So rückständig das Land in der Zeit auch ist, Khan erhält die klare Anweisung, die Bombe zu bauen. Koste es, was es wolle. Den Befehl gibt Pakistans Premierminister Zulfikar Ali Bhutto. Seine Tochter Benazir, die nach dem Sturz und der Hinrichtung des Vaters seine Nachfolgerin wird, erinnert sich an die berühmten Worte ihres Vaters. Nach Indiens erstem Atomtest sagte er, dass wir die Bombe bauen, auch wenn wir deshalb Gras fressen müssten. Bhutto fordert die arabische Welt, Palästinenserführer Arafat, Libyens Staatschef Gaddafi und andere auf, sich seiner Bewegung Islamische Bombe anzuschließen. No matter who is pitted against the forces of Islam. He said it quite clearly that seine Worte waren ganz klar. Die Hindus haben die Bombe, die Christen haben die Bombe, die Juden haben sie. Der Einzige, der sie nicht hat, ist der Islam. Der pakistanische Journalist Ur Rehman schildert in einem Buch, wie Khan einen riesigen nuklearen Schwarzmarkt aufbaut, indem er geschickt seine Kontakte in Europa nutzt. So kommt er an entscheidende Materialien und Informationen. Es ist kein Geheimnis. Pakistans Atomprogramm basiert allein auf Diebstahl und Schmuggel. Und es ist finanziert mit amerikanischen Dollars. Khans Bombe ist die Waffe einer Militärregierung, die amerikanische Hilfsgelder in Milliardenhöhe erhalten hat. Amerika braucht in den 80er Jahren ein starkes Pakistan, um in Afghanistan gegen die Sowjetunion vorgehen zu können. Deswegen drückt Washington bei Khans Bombenprogramm beide Augen zu. Man wusste, dass Pakistan dabei war, die Bombe zu bauen. Pervez Hood Boy wird der einsame Rufer in seinem Land Pakistan. Der Nuklearphysiker ist führendes Mitglied der Anti-Atom. Wenn Sie einem Taxifahrer in Islamabad oder Rawalpindi sagen, er soll sie zur Bombenfabrik bringen, dann weiß der ganz genau, wohin er fahren muss. Und doch berichtete die CIA ihrem Präsidenten Jahr für Jahr, dass Pakistan nicht auf dem Weg zur Atombombe ist. Was auch immer die CIA wissen mag, der Geheimdienst rechnet nicht damit, dass sich auch andere Länder für Khans Bombe interessieren könnten. Khan benutzt anstelle von riesigen Plutoniumreaktoren tausende kleine, viel billigere Uranzentrifugen. Sie drehen sich schneller als die Schallgeschwindigkeit, um spaltbares Material zu produzieren. Es bedarf nur eines kleinen Materialfehlers und diese Dinger explodieren. Genial, wie Khan es schaffte, dass sie funktionierten. Der Erfolg weckt natürlich auch das Interesse im Nachbarland Iran. 'Doch während Khan seine Technologie verbessert, verkauft er dem Iran Pläne und Teile für ungefähr 500 Zentrifugen. Iran besäße kein nukleares Programm, gäbe es da nicht Khan. Die gesamte Technologie für die Zentrifugen kam direkt aus seinem Netzwerk. Doch keiner, weder die CIA noch die UN-Waffeninspektoren im Iran, erkennt die wirklichen Pläne Khans und des Iran. 18 Jahre lang haben die Iraner ihr Programm geheim halten können, bis ihr Projekt bekannt wird und auf der Weltbühne zu einer nuklearen Krise führt. In Pakistan trägt Khans jahrelange Arbeit allmählich Früchte. Im Mai 1998 erbeben die Berge im Südwesten des Landes und brechen in sich zusammen, als Khan und sein Team eine unterirdische Atombombe zünden.
Pakistan feiert nicht nur die Geburt der islamischen Bombe, sondern auch seinen neuen Helden, Abdul Qadir Khan. Einige Leute wären für ihn in den Tod gegangen, so sehr wurde er bewundert und geliebt, weil er einem muslimischen Land die Bombe geschenkt hat. Weshalb aber soll nur ein islamisches Land seine islamische Bombe besitzen, wenn Khan doch aus seiner Heimat Pakistan das Drehkreuz des größten atomaren Schwarzhandels der Welt machen kann? Er hat die nuklearen Kräfte für seine Heimat Pakistan gebändigt. Und nun sonnt sich Abdul Khan im Ruhm. Er ist ein Held. Sowohl für die einfachen Menschen als auch für den Präsidenten. 1999, ein Jahr nachdem Khan seine Atombombe getestet hat, ergreift General Musharraf durch einen Militärputsch die Macht. Abdul Qadir Khan wurde der Vater der Bombe, die der ganze Stolz Pakistans ist. Ja, auch für mich war er ein Held, ein ganz herausragender Mann. Ein großer Mann mit einem dazu passenden Ego. Seine wissenschaftlichen Labors sind nach ihm benannt. Abdul Khan liebte sich so sehr, dass er sich unablässig selbst vermarktete. Er baute sich ein Imperium auf und dieses Imperium war riesig. Er besaß Restaurants, Schulen und Hochschulen, sogar eine Diskothek. Und während sein Reichtum wächst, entwickelt er zunehmend eine anti-westliche Einstellung. Er war verbittert, denn da er in fast ganz Europa und in den USA gesucht wurde, konnte er nicht länger in den Westen reisen. Er konnte nur noch in islamische Länder, wo er wie ein Held gefeiert wurde. Deshalb sah er sich mehr und mehr als Verfechter des Islam. Getrieben von einer Mischung aus Profitgier und Politik steht Abdul Qadir Khan kurz davor, den größten Coup in der Geschichte des atomaren Schwarzhandels zu landen. Es ist der Knackpunkt, den die CIA und der Westen übersehen. In all den Jahren wussten sie, dass Khan atomares Material nach Pakistan schmuggelt. Doch sie vermuten nicht einmal, dass er nukleares Material nicht nur importiert, sondern es auch anderen Ländern verkauft. Khan zieht ins Finanz- und Seefrachtzentrum Arabiens nach Dubai. Er organisiert eine globale Versorgungskette, die Walmart vor Neid erblassen lassen würde. Eine Fabrik in Südafrika, Zentrifugenteile aus Malaysia, Elektronik aus der Türkei, Technologie aus Großbritannien, Frankreich und der Schweiz und Bauplayer-Bombe aus China. Khan erschuf ein unvorstellbar grandioses privates Netzwerk des Schwarzhandels, das ihn mit allen wesentlichen Zutaten für ein atomares Waffenprogramm versorgte. Ein Netzwerk, das er auf seinen vielen Geschäftsreisen um den ganzen Globus knüpft. Irak. Die vom Khan-Netzwerk angebotene Technologie rückt atomare Massenvernichtungswaffen für Saddam Hussein in greifbare Nähe. Doch der irakische Diktator hegt den Verdacht, dass alles nur eine Falle des Westens ist und weist das Angebot zurück. Nächste Station, Iran. Hier hatte Khan in den 80er Jahren seine ersten Geschäfte erfolgreich gemacht. Jetzt, Mitte der 90er, kehrt Khan zurück und verkauft den Iranern Baupläne für modernere Zentrifugen. Dann klopft ein noch lukrativerer Kunde an seine Tür. Nordkorea und sein Herrscher Kim Jong-il. Amerikanische Spionagesatelliten entdecken diese ausgedehnte Atomanlage, die Plutonium für nordkoreanische Waffen produziert.
Nordkorea verspricht, das Programm zu stoppen, kauft aber gleichzeitig heimlich bei Kahn ein Zentrifugensystem, das viel kleiner und somit viel leichter zu verstecken ist. Er machte es Nordkorea möglich, spaltbares Material für Massenvernichtungswaffen zu produzieren. Art Brown, heute privater Sicherheitsberater in Washington DC, ist damals Top-Agent der CIA für Nordkorea. Und wie so viele andere Spione kann auch er kaum glauben, dass Kahn alleine operiert. Wenn der Vater deines Atomwaffenprogramms ein so hermetisch abgeriegeltes Land wie Nordkorea 12 oder 13 Mal besucht, ist es doch logisch, dass die Regierung davon unterrichtet ist. Oder sie will aus eigenem Interesse nichts unternehmen. Oder aber die Regierung ist so dumm, dass sie sich nicht vorstellen kann, wohin der Vater ihres Bombenprogramms diese Woche wohl gereist sein mag. Endlich beginnt die CIA-Netzwerk zu zerschneiden. Als Kahns weltweite illegale Geschäfte ans Tageslicht kommen, ist Amerikas Außenministerin Condoleezza Rice noch die nationale Sicherheitsberaterin von Präsident Bush. Als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich, ach du meine Güte, da draußen gibt es tatsächlich Menschen, die nicht nur nukleare Geheimnisse oder Technologie verkaufen, sondern auch solche, die tatsächlich anderen Ländern durch ein privates Netzwerk die Entwicklung atomarer Technologie ermöglichen wollen. Das war ziemlich erschreckend. Aber es kommt noch schlimmer. Im Sommer 2002 filmen amerikanische Spionagesatelliten, wie Raketenteile in ein pakistanisches Transportflugzeug geladen werden. Die Amerikaner schließen daraus, dass Pakistan Kahns Zentrifugenpläne gegen nordkoreanische Raketentechnologie eintauscht. Eigentlich hätten die USA mit einem riesigen Aufschrei protestieren müssen, als sie Pakistan auf frischer Tat ertappten. Denken wir aber an die Zeit damals. Der 11. September hatte gerade die Welt verändert, als Bush Musharraf einen aufrechten Mann nennt. Die Regierung Bush hatte entschieden, Pakistan mit seinem Atomprogramm nicht in eine peinliche Situation zu bringen und gleichzeitig auf Hilfe gegen den Terrorismus hoffen zu können. So wurden die Verstöße Pakistans immer wieder unter den Tisch gekehrt. Dadurch hat Kahn die Gelegenheit, ein weiteres großes Geschäft einzufädeln. Mit Libyen. Staatschef Muammar Gaddafi ist entschlossen, Atomwaffen zu beschaffen. Er weiß natürlich, an wen er sich wenden muss. Für 100 Millionen Dollar hilft Kahn den Libyern, eine riesige Atomwaffenfabrik zu bauen. Saif Gaddafi ist der älteste Sohn des Regierungschefs von Libyen und wohl sein Nachfolger. Er spielt eine Schlüsselrolle in der internationalen Diplomatie und zeichnet ein neues, freundliches Bild seines Landes. Doch bei seinen Reisen um die Welt tut er sich schwer, dieses freundliche Gesicht Libyens zu verkaufen. Er wird das Bild kaufen. Nein, ich nicht. Sein Vater dagegen hat mehr Glück mit dem Ankauf atomarer Geheimnisse von Kahn. Wissen Sie, die Perfektionierung unseres Atomprogramms ist ein langer Prozess und wird noch Jahre dauern. Es ist nicht so einfach wie Kuchen backen. Es braucht Zeit und gewaltige Anstrengungen. Doch Kahn hat den Kuchen schon geliefert, mitsamt Zuckerguss. Aus allen Teilen der Welt versorgt sein Netzwerk Libyen mit fast allen Materialien, um den atomaren Brennstoff Uran anzureichern. Mehrere hundert Seiten Baupläne, die er von den Chinesen für eine Atombombe erhalten hat, legt er noch drauf. Diese Pläne für eine Atombombe wurden das entscheidende Element seines Angebots an Libyen. Nach dem Motto, kauf das Auto und der Toaster ist gratis. Oder kauf die Zentrifugen und die Pläne der Chinesen gibt's dazu. Libyen erhält quasi eine Gebrauchsanleitung zum Bau der Bombe. Es ist ein einfacher Entwurf zum Bau einer nuklearen Bombe. Waren Sie überrascht, dass Sie so viel bekommen sollten? Nein. Doch auf die Libyer und auch auf Kahn wartet eine Überraschung.
Amerikanische und britische Geheimdienste haben Khans Netzwerk unterwandert. Wir wussten ziemlich genau, wer die Kunden waren. Ich kann Ihnen keine Einzelheiten über die Quellen, Methoden oder Operationen nennen. Doch Sie können sicher sein, dass wir tief in das Netzwerk eingedrungen waren. Die Informationen sind so präzise, dass ein Schiff namens BBC China durchsucht wird, als es im Oktober 2003 den Hafen von Dubai verlassen will. Die Beamten wissen genau, in welchen Kisten die für Tripolis bestimmten Zentrifugenteile stecken. Diese peinliche Entdeckung zwingt Gaddafi, sich von dem Handel und seinen nuklearen Ambitionen öffentlich zu distanzieren. Gute Nachrichten. Die schlechte Nachricht war, dass sich die Libyer schon seit geraumer Zeit unbemerkt mit dieser Materie beschäftigen konnten. Man fragte sich, wie viele andere Schiffsladungen des Netzwerks unentdeckt geblieben waren und irgendwo auf der Welt auf einen Abnehmer warten. Im Frühjahr 2004 beginnt Abdul Khan die Zeit davonzulaufen. Sein globaler Schwarzmarkt ist durch die Aktion im Hafen Dubais aufgedeckt. Der Schwarzmarkt ist aufgeflogen. Pakistans Regierungschef Musharraf muss unter dem immensen Druck der USA erklären, dass er sich von seinem Helden verraten fühlt. Yes, I told him that on his face. Ja, ich habe ihm während eines Treffens ins Gesicht gesagt, Sie sind ein so großer Mann gewesen, ein Held, den die gesamte Nation verehrte. Sie wurden in den Himmel gehoben und jetzt haben Sie diesem Land so großen Schaden zugefügt. Er hat geweint. Er hatte Tränen in den Augen. Es ist mein tiefstes Bedauern, eine Qual und Trauer. Musharraf zwingt Khan dazu, sich im Fernsehen zu entschuldigen. Khan spricht nicht in der Landessprache, sondern Englisch für ein internationales Publikum. Ich möchte betonen, dass es für diese Aktivitäten niemals irgendeine Genehmigung meiner Regierung gegeben hat. In Washington bejubelt Präsident Bush den Auftritt Khans wie einen Sieg. Das Khan-Netzwerk wurde der Justiz zugeführt. Wir haben ein von Abdul Khan geführtes Netzwerk im nuklearen Schwarzmarkt aufgedeckt und zerstört. Ist das Khan-Netzwerk aber tatsächlich vollständig zerstört? Immerhin hat er dem pakistanischen Militär die Atombombe geliefert, auch wenn General Musharraf, der oberste Armeechef, beharrlich behauptet, dass er von Khans illegalen Atomgeschäften mit anderen Ländern keine Ahnung gehabt habe. Kein Mensch in Pakistan wusste davon, außer ihm selbst. Seine Organisation, alle seine Abteilungen waren vollkommen autonom. Autonom in den Finanzen, autonom in den Entwicklungen und autonom in den Sicherheitsaspekten. Ich kann diese Theorie nicht akzeptieren, dass Khan selbstständig gehandelt hat. Sie passt wohl in Musharrafs Konzept. Benazir Bhutto äußert weitere ernsthafte Zweifel. Wie schaffte es Khan, die Materialien mit Flugzeugen hin und her zu befördern? Wie konnte er das Land verlassen, wenn er jedes Mal die Erlaubnis einholen musste? Natürlich konnte er behaupten, auf eine Pilgertour zu gehen. Aber wie viele religiöse Pilgerfahrten kann man schon nach Nordkorea machen? Das ergibt alles keinen Sinn. Musharraf würde Khan niemals seine Version der Geschichte erzählen lassen. Man sieht dem General sein Unbehagen an, als er einen Tag nach Khans Entschuldigung selbst vor die Fernsehkameras tritt, um Khans Begnadigung bekannt zu geben. Khan kommt nicht ins Gefängnis. Er wird nicht für seinen illegalen atomaren Schwarzhandel bestraft. Und vor allem, er muss sich keinen unbequemen Fragen von Außenstehenden stellen, denn Khan wird mit Hausarrest abgeschottet. Auch wenn Pakistan den Amerikanern jeglichen Kontakt zu Khan untersagt, gibt sich Washington zufrieden. Zumindest oberflächlich. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Kooperation Pakistans rechnen können, um unser Hauptziel zu erreichen, nämlich das Khansche Netzwerk stillzulegen.
Stellt man die Kameras ab und kratzt ein wenig an der Oberfläche, dann kochen die Amerikaner vor Wut. Sie rasen förmlich. Hier hat man den größten atomaren Verbrecher der Welt und bekommt doch keinen Zugang zum Kopf der Organisation. Es bleiben natürlich eine Menge Fragen, was tatsächlich in den Laboratorien Abdul Qadir Khans vorging. Etwa bei diesem Treffen im Mai 1999. Ungefähr ein Jahr, nachdem Khan erfolgreich seine Bombe getestet hat, empfängt er in seinen geheimen Anlagen einen ausländischen Würdenträger. Es ist Prinz Sultan bin Abd al-Aziz al-Saud, damals saudischer Verteidigungsminister. Heute ist er der Kronprinz von Saudi-Arabien. Sein Land ist noch immer der engste politische Freund Pakistans. Saudi-Arabien hat nicht nur den Bau der weltgrößten Moschee in Islamabad finanziert, sondern auch Milliarden an Ölsubventionen in das Land fließen lassen, während Pakistan gleichzeitig in aller Stille sein nukleares Arsenal ausbaut. Die Saudis spielten schon immer eine Schlüsselrolle in Pakistans Nuklearprogramm. Obwohl die Saudis hartnäckig dementieren, dass sie sich atomare Waffen beschaffen, sagt ein guter Bekannter Khans, der Nahostexperte Simon Henderson, das Gegenteil. Ich fürchte, dass Saudi-Arabien längst die Entscheidung getroffen hat, atomwaffenfähige Raketen zu beschaffen. Und ich fürchte, dass Pakistan der Lieferant sein wird. Saudi-Arabien könnte tatsächlich einer der vielen potenziellen Interessenten für Atomwaffen sein. Auf seinen Reisen durch die Kontinente spricht Khan mit einer Vielzahl von Menschen. Malaysia, Ägypten und Syrien sollen sich für seine nuklearen Angebote interessieren, um nur einige zu nennen. Auch wenn Khan selbst nicht mehr in Erscheinung tritt, so sind seine Partner weiterhin aktiv. Überbleibsel seines Schwarzmarktnetzwerkes. Deshalb ist die Atomenergiebehörde der Vereinten Nationen ziemlich besorgt. Die Inspektoren der Behörde untersuchen die Computer, die Libyen, Khans letzter bekannter Kunde, übergeben hat. Sie entdecken, dass das Khan-Netzwerk digitale Kopien der Baupläne für nukleare Zentrifugen erstellt hat. Aber sie wissen nicht, wie viele Kopien es gibt oder wer sie bekommen hat. Da sind sie plötzlich alle wach geworden. Mohammed El-Baradei und seine Behörde haben 2005 den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz gegen den nuklearen Schwarzhandel bekommen. Aber er sagt, dass der Preis für Einfallsreichtum an Khan gehen müsste. Als wir das erste Mal vom Khan-Netzwerk hörten, hat es mir fast die Sprache verschlagen. Selbst in meinen kühnsten Träumen ist mir nie der Gedanke gekommen, dass es so etwas wie einen nuklearen Walmart geben könnte. Ein Netzwerk, das mit nuklearen Materialien handelt. Die Atombehörde sollte bisher überwachen, ob sich die einzelnen Länder an das Nichtverbreitungsabkommen von Atomen. Jetzt müssen sich El-Baradeis Mannen mit einem verdeckt operierenden nuklearen Schwarzhändler auseinandersetzen. Der macht nicht nur mit Regierungen Geschäfte. Das Netzwerk macht mir nicht nur Sorgen wegen seines Handels mit Regierungen. Mir bereitet die mögliche Zusammenarbeit mit Terroristen viel größere Sorgen. Er versteckt sich höchstwahrscheinlich irgendwo in den Bergen zwischen Afghanistan und Pakistan. Der meistgesuchte Terrorist der Welt, Osama bin Laden. Aus seinem Verlangen nach nuklearer Macht hat er nie ein Geheimnis gemacht. Seine religiösen Motive wurden sogar von einem saudischen Geistlichen abgesegnet, der den Einsatz atomarer Waffen gutheißt. Zitat: Selbst wenn dabei alle Ungläubigen vernichtet werden. Wir befinden uns in einem Wettlauf mit der Zeit, denn wir wissen, dass Al-Qaida und andere Gruppen liebend gern Atomwaffen hätten. Um solche Waffen zu bekommen, müsste Bin Laden noch nicht einmal weit gehen. In den Bergen Pakistans stehen etwa 50 Raketen mit Atomsprengköpfen. Das ist Khans größtes Vermächtnis an sein Land. Es besteht die Gefahr, dass in Pakistan über Nacht islamische Extremisten an die Macht kommen und Herr über die Atomwaffen werden.
In einem Land, das schon 4 Militärputsche erlebt hat, sind Pakistans Waffen nur so sicher wie der Mann, dessen Finger sich gerade am nuklearen Abzug befindet. Präsident Musharraf ist 2003 innerhalb einer Woche nur knapp 2 Attentaten entkommen. Pakistan nennt als Drahtzieherarte Offiziere des Militärs, die Al-Qaida nahestehen. Wenn aber das Militär, das den Präsidenten schützen soll, solche Attentate ausführt, dann fragen wir uns, was ist mit den Offizieren, die Atomwaffen bewachen? Sie sind sehr, sehr sicher verwahrt. Ich habe überhaupt keine Sorge, dass sie Extremisten in die Hände fallen könnten. Doch die Extremisten sind überall, nicht nur in der Armee. 60% der Bevölkerung Pakistans sympathisieren mit Osama bin Laden, so Meinungsumfragen. Als Musharraf Abdul Qadir Khan schasst, verurteilen ihn die religiösen Parteien, weil er dem Druck der Vereinigten Staaten nachgegeben und den Held Pakistans gedemütigt habe. Die ganze Nation war gedemütigt. Wenn man die Symbole des nationalen Stolzes bloßstellt, dann demütigt man die ganze Nation. Um zu begreifen, wie stark das pakistanische Militär mit den Islamisten sympathisiert, muss man sich nur Hamid Gul anschauen. Der ehemalige Chef des militärischen Geheimdienstes lebt in seinem Militärquartier mit all den Annehmlichkeiten und Vergünstigungen eines pensionierten Generals. Doch Gul hat sich nicht aus der Politik zurückgezogen. Er berät die ganz rechts angesiedelten islamistischen Parteien. Diese Aufnahmen zeigen Gul bei einem Treffen mit fanatischen Anhängern der Taliban, die noch immer in den Bergen Afghanistans kämpfen. Gul hatte den Mujahedin geholfen, die Sowjets aus dem Land zu treiben. Und er traf auch Osama bin Laden. Er war nicht das blutrünstige Tier, als das er beschrieben wird. Ich begegnete einem sehr sensiblen, sogar etwas schüchternen Mann mit glänzenden schwarzen Augen und einer sympathischen Ausstrahlung. Gul steht nicht allein mit dieser politischen Haltung. Als Abdul Khan 1998 seine Bombe zündet, ist einer der führenden Wissenschaftler des Projektes, Sultan Bashir Mahmud, an seiner Seite. Bis er wegen seines offenen, feurigen Bekenntnisses zu den Taliban gefeuert wird, leitet er die wichtigste Plutoniumanlage des Landes. In seinem Haus in Kabul eröffnet Mahmud das Zentrum einer angeblichen Wohltätigkeitsorganisation. Im August 2001 begegnet der Nuklearwissenschaftler Osama bin Laden und dessen Stellvertreter in der Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri. Die Al-Qaida-Führer behaupten, im Besitz von nuklearem Material zu sein und wollen wissen, wie man daraus eine Bombe bauen kann. Mahmud wird verhaftet, auf massiven Druck Washingtons. Präsident Bush stuft die sogenannte Wohltätigkeitsorganisation als terroristische Vereinigung ein. Doch Musharraf zeigt sich gnädig gegenüber Mahmud. 2 Monate setzt er den Atomwissenschaftler fest, dann lässt er ihn laufen. Der ehrenamtliche Schirmherr von Mahmuds Wohltätigkeitsorganisation ist niemand anderer als Hamid Gul. Auch er wird verhört, aber nie eingesperrt. Das Spruchband über Gul ruft die gesamte Nation zum Dschihad, zum Heiligen Krieg auf. Gul fordert, dass Pakistan seine nukleare Macht der islamischen Bewegung zur Verfügung stellen muss. Die islamischen Parteien und die islamischen Gläubigen lieben das atomare Potenzial nur aus einem einzigen Grund. Die Kombination aus Dschihad und Atomwaffenfähigkeit verleiht Pakistan eine gewaltige Stärke. Es ist 6.30 Uhr und Khalid Khawaja ist auf dem Weg zum Morgengebet. Er hat in Afghanistan gekämpft und betrachtet sich als guten Freund bin Ladens, den er schon hunderte Male getroffen haben will. Der erfolgreiche pakistanische Geschäftsmann ist quasi der inoffizielle Botschafter der Al-Qaida.
Khawaja behauptet, dass muslimische Fundamentalisten jedes Recht der Erde haben, atomare Waffen zu besitzen, um sie in einem heiligen Verteidigungskrieg einzusetzen. Wir können unsere Feinde, die Waffen und Raketen besitzen, nicht mit Kalaschnikows bekämpfen. Deshalb ist es die Pflicht eines jeden Muslims, sich gleichwertige Waffen zu beschaffen, um zurückschlagen zu können. In den späten 90er Jahren versucht Al-Qaida tatsächlich mehrfach im Afghanistan der Taliban spaltbares Material zu kaufen, das nach dem Fall der Sowjetunion dort überall illegal angeboten wird. Osama bin Laden und seine Genossen hätten diese Materialien kaufen können. Wer weiß, vielleicht haben sie es sogar schon getan. Es gibt keine Erkenntnisse, ob Al-Qaida die Bombe schon hat. Aber wenn sie nuklearen Brennstoff haben sollte, dann ist es für die Terroristen nicht schwierig, die Bombe zu bauen. Man muss nicht Raketenwissenschaftler sein, um eine Bombe zu bauen. Man benötigt theoretisch nur zwei hoch angereicherte Uranteile, schlägt sie gegeneinander und hat eine, wenn auch nur winzige, Explosion. Als die Taliban verjagt werden, hinterlässt Al-Qaida aufschlussreiche Dokumente, wie dieses Papier, das die Superbombe genannt ist. Es zeigt den Versuch, herauszufinden, wie man eine Atombombe konstruieren könnte. Wir betrachten dieses Dokument als Beweis dafür, dass Al-Qaida Atomwaffen bauen wollte. Unglücklicherweise ist das bis heute auch jedem gelungen. Wir müssen jedes Mal hundertprozentig richtig liegen. Sie müssen es nur ein einziges Mal. Und wenn man von Terrorismus mit einer Atombombe oder einem anderen nuklearen Gerät spricht, dann möchte man auch dieses eine Mal nicht falsch liegen. Schon eine kleine, nach Washington oder New York eingeschmuggelte nukleare Waffe würde hunderttausende Menschen töten oder verletzen. Wir besitzen die Atomwaffe. Wenn ihr angreift, dann geben wir euch dieses schöne Geschenk zurück. Wir haben keine Angst vor dem Tod, aber unsere Feinde. Es begann mit der islamischen Bombe für nur ein Land. Jetzt befürchten viele, dass noch andere die islamische Bombe haben. Und Pakistan hat etwa 50 Raketen mit Atomsprengköpfen, die islamischen Extremisten in die Finger fallen könnten. Iran. Hunderte Frauen haben vor dieser iranischen Atomanlage eine Menschenkette gebildet. Sie protestieren jedoch nicht gegen die zivile Nutzung der Atomenergie, sondern bilden einen symbolischen Schutzwall für die Anlage gegen den Westen. Irans radikaler Präsident Ahmadinejad beteuert, dass sein nukleares Programm nur friedlichen Zwecken dient. Doch eben wegen jenes Mannes, der Iran viel nukleare Technologie verkauft hat, bleibt große Skepsis. Khans Geschäfte dienen nicht der zivilen Atomenergie. Wenn die Iraner behaupten, dass ihre Anlagen nur zivilen Zwecken dienen, dann frage ich mich, warum haben sie sich dann mit Khan eingelassen? Nicht nur Washington ist alarmiert. In diesem Bericht der UN-Waffeninspektoren steht, dass die Iraner vom Khan-Netzwerk Dokumente erhalten haben, die der Herstellung atomarer Waffenbestandteile dienen. Es sind Anleitungen, um Halbkugeln mit angereichertem Uran zu bestücken, wie sie für nukleare Waffen verwendet werden. Eine Menge Alarmglocken schrillten. Die Iraner sagten, wir haben nichts damit angefangen, haben nie darum gebeten, haben es auch nicht bezahlt. Muss wohl vom Lastwagen gefallen sein. Die UN-Waffeninspektoren finden auch geheime Anordnungen für das Militär, gemeinsam mit Nuklearwissenschaftlern, so wörtlich, hochexplosive und militärische Wiedereintrittsvehikel, mit anderen Worten Sprengköpfe, zu testen. Das zeugt von einer verdächtigen Verstrickung. Hier geht es um die Entwicklung von Sprengköpfen, um Testexperimente nach der Perfektionierung nuklearer Waffen aus.
Wenn das das Ziel sein sollte, dann ist Iran noch ungefähr 5 bis 10 Jahre vom Bau einer Atombombe entfernt. Die Iraner brüsten sich damit, 3000 Zentrifugen in der Anlage von Natanz zu installieren. Nahe der Anlage könnten in einer riesigen unterirdischen Kammer bis zu 50.000 von Khans Zentrifugen aufgestellt werden. Damit könnte der Iran Jahr für Jahr Material für mehr als 20 Atomsprengköpfe produzieren. Um das zu verhindern, hält sich die Bush-Regierung alle Optionen offen. Ein präventiver Militärschlag gegen Irans nukleare Ziele müsste ein gewaltiger sein, sagen Experten. Einige dieser stark befestigten Anlagen liegen unterirdisch. Man müsste also zuerst die Oberfläche öffnen und sich dann von einer Ebene zur nächsten nach unten arbeiten, um zum Ziel zu gelangen. Das könnte 1000 Angriffe bedeuten, ein Flugzeug pro Angriff. Wir wären dazu in der Lage. In einem ruhigen Viertel von Islamabad genießt der Mann seine Zwangspensionierung, der durch den Schwarzhandel mit nuklearem Wissen und Material die größte Krise der Geschichte verursacht hat. In seinem Land ist er noch immer ein Held. Ein Vorort der Stadt ist nach ihm benannt und ein Denkmal preist ihn mit den Worten: Er hat Pakistan unschlagbar gemacht. Aber Abdul Qazir Khan hat sich überall in der Welt seine eigenen Denkmäler gesetzt. Zentrifugen in in Iran und wer weiß wo sonst noch. Zentrifugen und das noch schrecklichere Vermächtnis. Eine Atombombe ohne Heimat, ohne Adresse. Private Gruppen, privater Terrorismus, private nukleare Geschäfte. Alles ist heute privat. Der Libyer Saif Gaddafi sagt, dass Khan die Spielregeln für das Atomare. Terroristen wie Al-Qaida sind wirklich privat. Sie sind kein Staat, sie haben keine Pässe, keine Nationalität. Um nukleare Technologie zu beschaffen, sucht man sich private Firmen. Das nennt man Globalisierung. So sieht die neue Welt aus. Im ersten großen nuklearen Zeitalter standen sich Großmächte gegenüber. Es war zwar erschreckend, aber wenigstens kannte jeder die Spielregeln. Im zweiten nuklearen Zeitalter, in der Welt des Abdulkader Khan, gibt es keine Adresse für den Gegenschlag, keine gegenseitige Abschreckung. Die Bombe wird in einem Rucksack, in einem Aktenkoffer oder in einem Ochsenkarren befördert. Im zweiten nuklearen Zeitalter erfahren wir die Privatisierung der Atombombe. Das ist eine Welt, die viel mehr Angst macht. It's a much more frightening world.